الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فاتقوا الله عباد الله. الرب sicherlich oft gehört diesen Namen الله عز وجل der Herr, ein Name und eine Eigenschaft Allah Ta'alas, die wirklich in großer Anzahl und mannigfaltig im Koran vorkommt. Mehr als 100 Mal taucht dieser Name im Koran auf. Und seine Stellung wird noch imposanter, wenn man beachtet, dass er in der gewaltigsten Sura des Korans erwähnt wird, nämlich der Suratul Fatiha. Allah Ta'ala sagt darin, alles Lob gebührt Allah, alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten. Herrn der Welten, Rabbul Alamin. Und er sagt, sag gewiss, mein Gebet und meine Opfergabe, mein Leben und mein Sterben gehören Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Und er sagt, soll ich einen anderen Herrn als Allah begehren, wo er doch der Herr von allem ist, jede Seele erwirbt nur gegen sich und keine lasttragende Seele nimmt die Last einer anderen auf sich. Hierauf wird eure Rückkehr zu ihm sein, zu eurem Herrn sein. Und er wird kundtun, worüber ihr uneinig zu sein pflegtet. Der Rabb, der Herr, das ist der, der Herrschaft über alle Geschöpfe hegt. Im Sinne des Erschaffens, des Besitzens, des Führens und des Kontrollierens. Die Sprachgelehrten sagen, dass dieses Wort in der Sprache für drei Bedeutungen Anwendung findet. Der Rabb, das ist der Besitzer und der Eigentümer, Al-Malik. Der Rabb, das ist der Führer und Gebieter, der Befehlsgeber, Al-Sayyid al-Muta'. Und der Rabb, das ist jemand, der etwas in Ordnung bringt, etwas so herrichtet, dass es nützlich und vorteilhaft ist, Al-Muslih. Der Rabb ist der Mächtige, der Schöpfer, der Bildner, der Lebendige, aus sich selbst Seiende, der Wissende, der Allhörende und Sehende, der Gütige, der Gutmütige, der gibt und zurückhält, der Urheber von Nutzen und Schaden, der manche erhebt und andere erniedrigt, der wen er will, rechtleitet aus Gunst und Gnade und wen er will, irreleitet in Rechtleitung und Fairness. Vielmehr lässt sich jedes göttliche Tun unter diesen Namen ordnen. Jede Kontrolle und jede Führung ist ein Teil dieser Eigenschaft. Zu den schönen Definitionen dieses Namens gehört auch jene, die besagt, dass Ar-Rabb bedeutet, wie folgt bedeutet, der, der alles, was er erschuf, zu seiner vorbestimmten Vollkommenheit führt und anwachsen lässt. Nimm dir den Mensch als Beispiel. Der Mensch als Beispiel, er entzieht aus dem Körper des Vaters einen Tropfen und lässt ihn im Körper der Mutter ruhen. Dann wächst er zu einem Klumpen und nimmt mit der Zeit an Masse zu. Dann formt er in dieser Masse Knochen, Organe, Muskeln, Sehnen, Gehirn und anderes. Schließlich haucht er ihm die Seele ein. Dann lässt er ihn ans Licht kommen. Dann lässt er seine geistigen Fähigkeiten gedeihen, weckt in ihm Gefühle und Emotionen. Dann lässt er ihn zum Jungen, dann zum Mann, dann zum Greis werden, anwachsen. Das ist eine Form der Tarbiyah Allah Ta'ala. Wenn du die Bedeutung dieses Namens beachtest, dann siehst du in ihm einen lebendigen, beständigen, der sich über seinen Thron emporgehoben hat, sein Reich führt und kontrolliert, alle Kontrolle in seiner Hand und alles endet bei ihm. Die Bestimmungen steigen vom Himmel herab mit dem Geben und Nehmen, Erheben und Senken, Beleben und Leben nehmen, vergeben und erbarmen, erlösen und prüfen. Allah Ta'ala sagt diesbezüglich, ihn bittet, wer in den Himmel und wer auf der Erde ist. Jeden Tag befasst er sich mit den Angelegenheiten. Niemand kann geben, was er entzieht. Und niemand kann entziehen, was er gibt. Keiner kann seine Bestimmungen ändern und keiner darf seine Worte ändern. Es gibt zwei Formen der Rububiyyah Allahs, der Herrschaft Gottes. Die allgemeine universelle, die jeden betrifft, fromm oder lästerlich, gläubig oder ungläubig. Denn jeder ist sein Geschöpf und seinen universellen Gesetzen ergeben.
seinen Bestimmungen unterworfen, ob er will oder nicht will. Aber es gibt noch eine andere, spezifische, besondere Herrschaft Allah Ta'alas, die nur seine ihm nahestehenden Diener betrifft. Diese Herrschaft veranlasst, dass er sie dem Iman entsprechend erzieht, sie mit seiner Kenntnis nährt, ihnen Herzen schenkt, die zu ihm angezogen werden. Und das ist der Grund, warum viele prophetischen Bittgebete mit dem Namen Ar-Rabb begonnen werden. Hört ihr zum Beispiel diese Beispiele an? Allah Ta'ala berichtet über Zakaria. Da rief Zakaria seinen Herrn an und sagte: Mein Herr, schenke mir von dir aus gute Nachkommenschaft, du bist ja der Gebetserhörer. Und er sagt an anderer Stelle: Mein Herr, schwach sind mir die Knochen geworden und in Altersgrauheit entfacht ist mein Kopf. Und ich war im Bittgebet zu dir, mein Herr, nie unglücklich. Wer diese Aspekte der Eigenschaft Allah Ta'ala begreift, der muss aufrichtig in seiner Anbetung sein. Ihm allein dienen, nur auf ihn vertrauen, nur ihn fürchten, nur in ihn seine Hoffnungen setzen, sich nur ihm mit Gehorsam und Anbetung nähern, das Innerste seines Herzens nur an ihn hängen, seine Werte, Moral und Ethik nur von ihm schöpfen, seine Lebensweise, seine Regeln, sein Gesetz nur von ihm entnehmen. Deswegen siehst du auch, dass Allah Ta'ala seine Herrschaft oft mit der Anbetungswürdigkeit verbindet. So sagt er zum Beispiel: Gewiss, diese ist eure Gemeinschaft, eine einzige Gemeinschaft, und ich bin euer Herr, so dient mir. Herr, so dient mir. Und er sagt: O ihr Menschen, dient eurem Herrn. Dass du sein geschaffenes Geschöpf bist, in seinem Reich, unter seiner Herrschaft, reglementiert deine Beziehung zu ihm. Du bist Diener, er ist Herr. Und das wiederum erfordert Treue, Ergebenheit und Aufrichtigkeit. Hört ihr dazu das Bittgebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam an, indem er sagt: O Allah, du bist mein Herr. Es gibt keinen Anbetungswürdigen außer dir. Du hast mich erschaffen und ich bin dein Diener. Ich erfülle deinen Auftrag und dein Versprechen, so gut ich es vermag. Ich nehme Zuflucht vor dir, vor dem Bösen, das ich begangen habe. Ich erkenne deine Gnade an mir und ich bekenne meine Sünden. Vergib mir, denn es vergibt niemand die Sünden außer dir. Seine Aussage: Du hast mich geschaffen, das ist ein Geständnis seiner Herrschaft. Und diese bedingt deine Dienerschaft. Deswegen sagt er dann: Ich bin dein Diener. Was heißt es, Diener zu sein? Diener zu sein bedeutet Treue und Reue, Erfüllung und der Versprechen. Deshalb sagt er dann: Ich erfülle deinen Auftrag und dein Versprechen, so gut ich es vermag. Wenn du zu Allah Ta'ala aus diesem Blickwinkel der Herrschaft schaust, dann wisse auch, dass ihm in nichts widersprochen werden darf. Nichts darf beanstandet werden. Es ist seine Bestimmung und sein Reich und sein Geschöpf. Wie kommst du überhaupt darauf, etwas mit deinem Verstand oder deinen Emotionen, die er dir gegeben hat, etwas zu beanstanden, was er tut? Und wie soll er denn überhaupt ungerecht sein, wenn ihm doch alles gehört? Und das wirkliche Besitzer und Eigentümer gibt es außer ihm nicht. In der Realität gibt es keinen wirklichen Eigentümer außer ihm. Eigentum unter den Geschöpfen ist kein wirkliches, echtes Eigentum. Der wirkliche Eigentümer ist lediglich Allah Ta'ala. Dein eigener Körper gehört nicht dir, noch die Kräfte, die in deinem Körper stecken. Auch dieser Fleck Boden, auf dem du lebst, gehört nicht dir. Die Sonne, die du zum Leben benötigst, gehört ebenfalls nicht dir. Wer mit Allah als Herrn zufrieden ist, der muss auch mit seinen Bestimmungen zufrieden sein, auch wenn er die Weisheit dahinter manchmal nicht erkennt. Wer Allah als den Herrn erkennt, der weiß auch, dass niemand das Recht auf absolutem Gehorsam hat, außer ihm. Und dass es niemanden gibt, der absolutes Verfügen über die Ereignisse auf der Welt hat, außer ihm. Und somit erfordert dies auch, dass er sich nur an ihn in seinen Angelegenheiten widmet.